So, wo geht's denn weiter? Wir können natürlich versuchen von hier, aber ich denke, wir müssen einmal kreisförmig rum. Hilft alles nix. Ja, komm, direkt auf die Fresse. Wobei, verteidige ich mal da. Ich bin verletzt. Warte auf Befehl. So, du bist geopfert. Natürlich. Wo ist die Droide? Vor allem ein bisschen schneller, ihr Schnellfeuerer. Ich hoffe, wir sind da draußen. Hoffentlich sind die Kämpfe bald vorbei. Bevölkerungslimit erreicht. So, Feuer frei, zack. Bitte da erst angreifen. Und ja, ihr lieben Druiden, ihr dürft heilen. So, das gleiche Spiel nochmal, nur ein paar Meter weiter vorne. Auch wobei, hier können wir eigentlich alle angreifen, weil das sind ja nur die Single-Shot-Türme. Da müssen wir kein AE auslösen und warten. Wobei die mal... Oh, das mit dem Single-Shot nehmen die aber wörtlich, weil irgendwie brauchen die komischerweise nur einen Schuss. Waren meine auch so stark, meine Einzelschusstürme? Uff, Tata, ich krieg doch ein bisschen härter aufs Maul, als es geplant war. So, dann löse ich mal die beiden aus. Mal puzzelt euch hier ruhig den Weg durch, soll mir recht sein. So, Moment, wo waren wir genau? Bitte einmal dahin marschieren. Bereit zum Dienst. Ich bin bereit. Natürlich. Ja, komm, der andere muss auch auslösen. Nein! Ich rücke aus. Ich gehe einmal da oben hin. Ja, und zurück. Die Pflicht ruft. So. Ran da. Bereit. Ich bin verletzt. So, jetzt Türmchen. Ich hoffe irgendwie, dass das letzte Lager ist. Ich gehe jetzt nicht davon aus, aber ich hoffe es trotzdem. Ein ganz kleines bisschen. Schauen wir mal. Nope, leider nein, leider gar nicht. Bereit? Patrouilliere. So, da haben wir wieder die garstigen Türmchen.
Wisst ihr was, wir machen das so, ich hole meine Hauptstreitmacht nach hier hinten und gehe dann hier rechts den Weg hoch. Oh, wobei, dann haben wir drei von den Türmchen, das ist auch irgendwie nicht so geil. Ne, komm. Wir holen den Nachhut hinterher und gut ist. Gibt's Befehle? Dann schauen wir doch mal, ob das was wird. Genau, wir können ja so lange ein bisschen plündern und brandschatzen. Einfach um uns ein wenig die Zeit zu vertreiben. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier rum, weil... Was? Ach, guck mal, der wehrt sich süß. Okay, nachdem ich so viele Truppen verloren hatte, sollte mein Maul nicht ganz so weit aufreißen. Ein bisschen schon, aber nicht ganz so weit. Ich glaube, die Druiden, die spielen immer dumm. Bei uns stehen sie zu weit hinten und zu heilen und hier rennen sie einfach vor ohne irgendwelche Truppen. Das ist wahrscheinlich so ein Problem. Liebe Druiden, bitte spielt einfach maximal dämlich. Warte auf Befehl. Du brauchst da ein Haus hin, echt jetzt? Wo soll ich hingehen? Jetzt einfach alles zubauen oder was genau ist da jetzt deine Taktik? Ja, egal, lass aber schon durch deine Zivilisten blockieren, finde ich gut. Wir werden gelagert. Okay, das war jetzt nicht so pfiffig. Egal. Die paar Verluste kann ich durchaus verknüsen. Unsere Armee wird angegriffen. Bevölkerungslimit erreicht. Ja, ich weiß es doch. Auf ihr Schutz. Wir sind da draußen sicher. So, die Nachhut ist da, deswegen marschieren wir ohne weitere Umschweife nach vorne. Ja, einfach durchrennen und an einem Gegner vorbei finde ich jetzt auch nicht so die geile Art. Dürft ruhig die Türme angreifen, traut euch, komm. Was macht denn meine Forschung? Kann ich noch mehr Belagerungsschaden? Yes! Her damit! Reiß die Mauern ein! Vorwärts! Befehle? So, dann marschieren wir mal vorwärts in Hoffnung, dass das das letzte Lager ist. Aber ich denke mal, der Symmetrie alleine geschuldet wird hier oben rechts noch irgendwo eins sein. Ich denke nicht, dass wir so viel Glück haben, dass das jetzt war. Rums, geht doch. So, dann einmal bitte auf den großen Prunkpalast, der sich da Lagerhaus nennt. Ja, sag ich doch, das war es noch nicht. Ach, da oben haben wir eine Küste, schick. So, Feuerfreier, gebt's ihm dreckig. Ja, heil dich doch, mir doch egal. Kriegst trotzdem auf die Schnauze.
Ja, hier hinten dürfte das Lager sein, denke ich. So, einmal bitte auslösen. Ach, beinahe hättest du es geschafft. Was gibt's? Die Flecht ruft. So, schon mal einen Meter näher ran. Und Angriff. Ich denke, das wird es gleich gewesen sein. Ja, pfeif uns doch zu, du Lümmel. Ich liebe diese Lieferung. Befehl erhalten. So, das sieht doch aus wie das Ziel unserer Träume. Ich würde sagen, weil ich so großkotzig bin, marschiere ich jetzt einfach mal drauf. Pfeif auf den Gebietsschaden. Genau, dürft ihr euch draufhauen. Und pfeift auf den Turm. Das ist das letzte Lager. Zack, sag ich doch. So, der Rat braucht unsere Anwesenheit. Ja, dann jeden Tag. Solch einen Kampf habe ich noch nie erlebt. Die Mönche kennen keine Furcht. Auch ihr habt euch tapfer geschlagen. Die Clans sind voll des Lobes. Diesen Tag werden wir lange besingen. Das Dorf ist jetzt sicher. Ihr werdet es rasch wieder aufbauen können. Hätten wir doch nur auch eine solche Unterstützung gehabt. Und Menschen, die uns helfen zu überleben. Jetzt haben wir sie ja. In gewisser Weise. Dennoch, trotz all seiner Verluste hat es euer Volk so weit gebracht. Ihr müsst eure Heimat wirklich sehr vermissen. Mehr als ich in Worte fassen kann. Ich frage mich, wie konnte euer Volk den Schmerz durch den bitteren Verlust seiner Heimat verkraften? Viele litten darunter. Doch ich denke, sie haben auch versucht, den Kopf nicht hängen zu lassen. Sie alle hoffen, irgendwann keine Flüchtlinge mehr zu sein und wieder einen Ort zu finden, den sie Heimat nennen können. Dann wird es mir eine Ehre sein, euch dabei zu helfen. Wie reagiert euer Volk auf die jüngsten Ereignisse? Sicher mit einem Fest. Sie werden der Toten gedenken und das Leben feiern. Bewundernswert. Eines Tages lade ich euch in meine Heimat ein. Unsere Völker würden sich bestimmt gut verstehen. Dann soll aus unserer Freundschaft ein Bündnis erwachsen. Ihr habt mein Wort. Und ich habe vielleicht den letzten Hinweis auf den Aufenthaltsort unserer Vorfahren entdeckt. Was sagt ihr dazu? Reden wir doch bitte später darüber. Vor eurer nächsten Schatzsuche muss ich mich zunächst einmal ausruhen und ein wenig Schlaf nachholen. Und ich muss wirklich dringend etwas essen. Dann feiert doch mit uns. Die Dorfbewohner werden sicher liebend gerne den Geschichten über eure Schatzsuche lauschen. Ich werde sie mit Freuden erzählen. Wisst ihr zum Beispiel noch, wie Baldwin dachte, in diesem alten Hafen läge ein Goldschatz? Verzeihung, so war das doch gar nicht. Ja, Lieben, das war Sieg und es klang jetzt so, als würden wir uns tatsächlich auf das Finale zu bewegen. Schauen wir mal, ich bin gespannt. So, ausgebildeter Maru-Krieger, selten. Ui. So, Punktübersicht, natürlich haben wir alle gerockt, sehr schön. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.